Guten Tag, mein Name ist Michael Börskens und ich freue mich, dass Sie am dritten Teil unseres Kurses zum Schreiben einer juristlichen Seminararbeit teilnehmen. Diesmal behandeln wir die Organisation, wie Sie Ihre Arbeit sinnvoll gliedern. Grundsätzlich besteht eine juristliche Seminararbeit aus drei Teilen. Zunächst haben Sie eine Einleitung, in der der Hintergrund Ihrer Bearbeitung und die These kurz dargestellt wird. Dann folgt ein Hauptteil, in der die Argumente für und gegen Ihre These dargestellt werden, etwaige Alternativlösungen und Anwendungsbeispiele erörtert werden. Üblicherweise haben die Anwendungsbeispiele dabei entweder einen konkreten eigenen Gliederungspunkt am Ende oder sie sind jeweils unter den einzelnen Problemaspekten mit integriert. Die Arbeit endet schließlich mit einem Fazit, in dem Sie Ihre These bestätigen oder widerlegen. Der Umfang der einzelnen Teile ist ungefähr so, dass die Einleitung 2/8 des Textes ausmacht, der Hauptteil 5/8 und das Fazit nur 1/8. Viele Arbeiten werden schnell kopflastig in der Hinsicht, dass ganz allgemeine Erklärungen, was ist eine Aktiengesellschaft, was ist ein Konzern, was ist eine Willenserklärung, abstrakt generell im ersten Teil abgehandelt werden. Das können Sie sich im Regelfall sparen und hierzu in einer Fußnote auf die einschlägige Literatur verweisen. Der Schwerpunkt der Bewertung liegt auf jeden Fall im Hauptteil. Ausgangspunkt sind, wie gesagt, Ihre These oder Thesen. Sie sollten auf keinen Fall zu viele Thesen aufstellen, denn anders als bei einer Dissertation ist der Umfang einer Seminararbeit im Regelfall eng begrenzt. Die Thesen sind der Rahmen, aus denen sich die Einleitung und das Fazit speisen, aber auch die Gliederung des Hauptteils. Das heißt, die Thesen sind der Ausgangspunkt aller Formulierungen in Ihrer Arbeit. Sie können die Gliederung etwas strukturieren, indem Sie der Regel folgen, dass Sie maximal 3 Punkte auf jeder Gliederungsebene machen. Das heißt, Sie sollten immer vermeiden, dass Sie 5, 6, 7, 8, 9 oder 10 Punkte auf derselben Ebene machen, sondern versuchen Sie dann lieber, die Punkte eine Ebene tiefer zu schieben und dadurch eine strukturierte Hierarchie zu schaffen. In der Gliederungstiefe gilt die Faustregel, dass Sie auf jeder Seite ungefähr eine Überschrift haben sollten. Theoretisch könnte man natürlich auch mehr oder weniger Überschriften machen, aber eine pro Seite ist ein guter Anhaltspunkt, damit nicht endlose Fließtextblöcke den Leser erschöpfen. Die allgemeine Regel ist, dass der Leser Ihren Gedankengang anhand der Gliederung nachvollziehen können soll, auch wenn er den Text nur kurz überfliegt. Die Überschriften müssen dazu kurz und prägnant sein. Sie sollten also nicht ganze Sätze als Überschrift nehmen, und Sie sollten auch nicht etwa die Überschriften als Fragen formulieren. Versuchen Sie vielmehr in einem Schlagwort den darauf folgenden Text zu umschreiben. In sprachlicher Hinsicht sind die Anforderungen einer Seminararbeit kaum anders als bei einer normalen Übungshausarbeit. Allerdings dürfen Sie nicht dem Gutachtenstil folgen, denn der Gutachtenstil ist üblicherweise dazu gedacht, Fälle zu lösen. Das bedeutet natürlich nicht, dass Sie zwingend den Urteilsstil oder einen freien Schreibstil ohne Konsequenz verwenden sollen. Sie sind nur nicht in den engen Rahmen dieser Schlussfolgerungsstruktur gepresst. Sie sind auch nicht gezwungen, hier möglichst lang und umständlich zu schreiben. Auch wenn viele juristische Texte es nahelegen mögen, Ihre Aufgabe ist es nicht, den Leser zu verwirren, sondern Ihre These zu belegen oder entsprechend argumentativ sich mit anderen Ansichten auseinanderzusetzen. Auseinandersetzung bedeutet aber auch, dass Sie sich nicht darauf beschränken sollten, fremde Inhalte zusammenzufassen, so eine Art Nacherzählung oder Inhaltsangabe, sondern Sie sollen das Ganze kritisch hinterfragen und Ihre eigenen Ansichten unterbringen. Seminararbeiten sind aber auch keine Besprechungen einzelner Aufsätze oder Analysen, wie diese Aufsätze sich zu anderen Sachen verhalten, sondern es steht Ihre eigene Überlegung im Vordergrund. Eine Arbeit zeichnet sich dadurch aus, dass sie logische Strukturen erkennen lässt.
Das bedeutet, man kann von vorne bis hinten lesen und wird an einem roten Faden entlang geführt. Es sollen also nicht spontane Ideen blockweise präsentiert werden, sondern es soll von Anfang an klar sein, was das Ziel ist. Das Ganze muss sprachlich verständlich sein und idealerweise durch kleine Beispiele illustriert. Beispiele etwa in Form von Fällen, die entweder aus echten Entscheidungen stammen oder von ihnen fiktiv konstruiert wurden. Auf keinen Fall sollte es Ihnen passieren, dass Plagiate, logische Fehler oder sogar sprachliche Mängel auftauchen. Das führt zu einer sehr, sehr schlechten Bewertung der Arbeit und irritiert den Leser in großem Ausmaß. Plagiate sind dabei der schlimmste Fall, denn Plagiate können sogar Urheberrechtsverletzungen sein und daher strafbar. Plagiate im wissenschaftlichen Sinne liegen immer dann vor, wenn sie sich fremde Ideen anmaßen, unabhängig davon, ob diese Ideen urheberrechtlich geschützt sind und unabhängig davon, ob sie möglicherweise urheberrechtlich sich in einer Schranke bewegen. Stattdessen geht es einfach darum, dass Sie fremde Ideen als eigene ausgeben, selbst dann, wenn Sie diese umformulieren, übersetzen oder anders gestalten. Es geht also nicht nur um Copy und Paste, sondern es geht auch um den inhaltlichen Diebstahl, den natürlich Computersoftware sehr viel schlechter erkennt als ein menschlicher Korrektor. Erforderlich sind darüber hinaus echte Quellenangaben. Das heißt, Sie müssen sagen, wo diese Aussage herkommt, und zwar in Form einer Primärquelle, das heißt einer Person, die wirklich diese Aussage tätigt. Nicht einer Person, die nur auf eine andere verweist, die angeblich diese Aussage getätigt haben soll. Dadurch belegen Sie, dass Sie ordentlich recherchiert haben und wissenschaftlich gearbeitet haben. Wenn Sie dagegen nur Blindzitate haben, fehlt es daran. In sprachlicher Hinsicht sollten Sie zudem vermeiden, übermäßige Stilmittel, das heißt Metaphern, Übertreibungen und Ähnliches. Sie sollten aber auch nicht einfach nur den Gesetzeswortlaut oder den Wortlaut einzelner Leitsätze aus obergerichtlichen Entscheidungen abschreiben. Das, können Sie unterstellen, wird der Leser durchaus selber machen können. Sie können sich also darauf verlassen, wenn Sie ein Gesetz zitieren oder auf eine bekannte BGH-Entscheidung verweisen, dass der Leser diese kennt oder zumindest nachschlägt. Sie müssen auch nicht seitenlang damit verbringen, Bekanntes zu wiederholen, etwa wenn Sie erklären, was eine Willenserklärung ist. Und vor allen Dingen sollten Sie es vermeiden, Ausführungen zu machen, die für Ihre These ohne Belang sind, die also keine Erfolgsrelevanz haben. Ein letzter Punkt, der immer wieder gefragt wird, sind Formalia. Formalia beziehen sich zunächst mal auf die Struktur der Arbeit mit Literaturverzeichnis und Gliederung. Zu diesem Zweck habe ich Ihnen eine Word-Vorlage bereitgestellt, sodass da keine Probleme auftreten sollten. Inhaltlich müssen Sie sich hingegen auseinandersetzen mit der Frage, wann setzen die Fußnoten und wie werden diese gestaltet. Fußnoten haben eine Belegfunktion, das heißt, sie zeigen, dass eine bestimmte Information ursprünglich von einer anderen Quelle stammt. Sie haben aber auch eine Verweisfunktion, das bedeutet, dass Sie das, was in der Fußnote steht, nicht noch einmal wiederholen müssen, sondern Sie können den Leser darauf verweisen, das an der Originalquelle nachzulesen. Wichtig, die Fußnote müssen Sie nicht nur dann setzen, wenn Sie die Information da original herbekommen haben, sondern auch dann, wenn sich, nachdem Sie eine Sache aufgeschrieben haben, herausstellt, dass jemand anderes die gleiche These bereits hatte. Der Grund dafür ist, dass es sonst für den Leser nicht erkennbar ist, dass es schon frühere Quellen dafür gab und daher der Verdacht eines Plagiats naheliegt. Eine pragmatische Frage ist, wie viele Fußnoten man machen sollte. Und eine Grundregel ist, dass man bei 25 Seiten ungefähr 100 Fußnoten erreichen sollte. Das bedeutet nicht etwa auf jeder Seite 4 Fußnoten, sondern es kann durchaus sein, dass es einzelne Seiten ohne Fußnote gibt, während auf anderen dann 8 zu finden sind.
Selbstverständlich dürfen Sie auch Arbeiten schreiben mit 20 Fußnoten, 40 Fußnoten oder 50 Fußnoten, insbesondere wenn es zu einem Thema keinerlei vergleichbare Literatur gibt. Generell sollte es aber zu jedem Thema zumindest Originalquellen oder zumindest vergleichbare Sachverhalte geben, sodass diese Zahl durchaus realistisch ist. In den einzelnen Fußnoten sollten Sie in jedem Fall Hörensagen vermeiden, das heißt keine Blindzitate und vor allen Dingen auch keine Zitate von Leuten, die ihrerseits nur die fremde Ansicht wiedergeben. Wenn möglich, sollten Sie in einer Fußnote auch mehr als eine Quelle angeben. Wenn Sie also davon ausgehen, eine Aussage sei allgemeine Ansicht oder herrschende Meinung, sollten Sie zumindest zwei Quellen benennen. Viele verwenden das Wort Vergleiche zur Einleitung jeder Fußnote. Das ist nicht erforderlich. Zwar habe ich Ihnen eben erklärt, dass es die Verweisfunktion und die Nachweisfunktion der Fußnote gibt. Im Normalfall wird der Leser aber erkennen können, was Sie meinen, sodass Sie das Vergleiche auch direkt weglassen können. Sie können in Fußnoten auch erklärenden Text schreiben, etwa wenn Sie sagen, dass die Ansicht eines Autors falsch sei, weil XY. Derartige Ausführungen sollten Sie aber eher im eigentlichen Text unterbringen und in den Fußnoten stattdessen reine Nachweise erfassen. Den Grund dafür kennen Sie vielleicht aus eigener Erfahrung. Der Leser will primär den Text lesen und wenn er ständig in der Fußnote nachsehen muss, ob dort etwas Ergänzendes steht, kommt er nicht dazu, Ihren Text als Gesamtwerk zu genießen. Es fehlt dann der logische Fluss, was wiederum zu einer negativen Einschätzung. Oft werde ich auch gefragt, welche weiteren Formalia einzuhalten sind. Zunächst einmal brauchen Sie im Normalfall bei juristischen Arbeiten kein Abkürzungsverzeichnis. Es reicht völlig, wenn Sie hierzu auf das einschlägige Werk von Kirchner verweisen. Das ist 2015 gerade wieder neu erschienen. Dort stehen alle relevanten Abkürzungen drin. Ein Abkürzungsverzeichnis birgt nämlich die Gefahr, dass Sie mögliche Abkürzungen vergessen, sodass es lückenhaft wirkt, oder dass Sie überflüssige Abkürzungen aufführen, die wiederum zu Irritationen führen. In der Praxis kann der Leser im Zweifel Ihren Abkürzungen folgen. Wenn Sie absurde Abkürzungen verwenden wollen, sollten Sie sich überlegen, ob Sie nicht lieber die Worte ausschreiben. Ein Rechtsprechungsverzeichnis ist ebenfalls nicht erforderlich. Das Literaturverzeichnis weist nur menschliche Autoren aus, nicht staatliche Gerichte und daher sind weder Rechtsprechungsentscheidungen noch Sekundärquellen wie etwa Materialien dort zu erwähnen. Schließlich brauchen Sie auch kein Schlagwortverzeichnis, denn ein Schlagwortverzeichnis macht bei einer dünnen Arbeit von gerade mal 10 bis 30 Seiten keinen großen Sinn. Das wäre erst sinnvoll, wenn Sie ein ganzes Buch, also eine Habilitation oder eine Dissertation veröffentlichen würden. Ich hoffe, ich habe alle wesentlichen Fragen behandelt und freue mich sehr auf Ihr Feedback. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.